Schon in der Documenta Vorfreude. Heute ist ja die inoffizielle Eröffnung. Heute ist Mittwoch und die Prominenz ist in Kassel und wir Kasselsbürger dürfen am Samstag die Documenta erleben. Ich habe mir gedacht, weil alles spielt sich ja heute in der Stadt ab, ich fahre einfach mal zum Hallenbad Ost. Ja, und finde das hier mega. Diese ganzen Aussteller, muss aber mich noch mal informieren, was das Thema ist hier von der Documenta. Also jetzt Thema Documenta meine ich natürlich hier Hallenbad Ost. Was will uns der Künstler damit sagen? Ja. Und ja, da wird, das ist ein großes Logo, da sitzen so ein paar Leute davor. Ja, ich freue mich. Das ist jetzt Film 2 der Documenta. Mein erster Film ist ja auf YouTube. Das ist das Frediziano mit den schwarzen Säulen von dem Künstler Dan Perioschi, dieser Rumäne, der da auf dem Frediziano diese Botschaften uns mitteilt, also quasi so ein Resümee. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auf meinen Kanal mal reinschaut. So, jetzt will ich erstmal Fotos machen. Alles Liebe! Da fällt mir jetzt noch ein, dass das Hallenbad Ost, das Areal, ist eine wunderbare Location und seitlich vom Hallenbad Ost ist ein wunderschöner Biergarten, da könnt ihr einkehren. Und was ich sehr, sehr positiv finde, ich habe da heute auch nachgefragt, dort, wo ihr die Treppen seht, wo ihr hinaufgeht ins Hallenbad Ost, also heute war das ja verboten, das geht ja erst ab Samstag los, aber links, das seht ihr jetzt auf dem Bild, ist ein Fahrstuhl. Also barrierefreier Zugang für die Rollstuhlfahrer möglich. Und das finde ich ganz toll. Das wollte ich nochmal herausstellen. Und zu den Pappausstellern könnte ich mir vorstellen, die Documenta, das ist ja eine Vielzahl an Künstlern aus der ganzen Welt. Und vielleicht sind das auch die Künstler, die das darstellen, weil das sind verschiedene Sprachen und so komme ich jetzt einfach mal so gerade auf die Idee. Ich habe gegoogelt, also zu den Pappaufstellern finde ich leider keine Info. Ja, das Schild, was ihr eben gesehen habt, da kann man parken, Park and Ride, das ist am Großen Kreisel, Schwanenwiese. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch einige Infos geben. Ganz liebe Grüße!